Hallo Ali! Meine Frau fragt mich gestern, was? Du ziehst dich auf YouTube aus? Sag ich, ja, warum nicht? Bin ja attraktiv, oder? Ja, kann man sich ausziehen auch. Machen die Damen ja auch öfter. Gibt sogar sehr einschlägige Plattformen, wo das viele Leute machen und sehr viele Klicks haben. Aber ich muss mir schnalzen, denn schnalzen ist das Wichtigste. So, folgende Situation. Ich habe gestern in den Wetterbericht geschaut. Im Wetterbericht hat es geheißen, heute strahlende Sonne. Ich habe geschaut, St. Pölten, das ist nicht so weit weg. 25 Kilometer. Da kann man sagen, was in St. Pölten ist, wird bei uns ja wohl auch ungefähr so sein. Stimmt nicht immer, aber dann doch. So, und dann schaue ich heute raus. Schaut so aus. Die kriegen das nicht mal hin, für den nächsten Tag das Wetter nur ungefähr zu erraten. Wir reden jetzt gar nicht von richtig, ja? Aber mich wundert ja, dass es heute nicht schneit. Es ist sehr eigen, sage ich mal. Meine Überlegung ist folgende. Ui, jetzt habe ich einen Volvo getroffen. Mist. Ich habe ja gestern diese Minigolfbahn gebaut. Habe ich euch die gezeigt? Ich zeige sie euch jetzt. Ich gehe nämlich kurz zum Rasenmäher. Denn das ist wirklich, also, das ist wirklich auf die Substanz gegangen. Es war ja gestern ein bisschen wärmer. Und wir werden das Auto mitnehmen. Es war ja gestern, so können wir nicht, dann können wir den Traktor nicht durch. Oh! Das Auto auf dem Parkplatz vom Vorderstuhl wieder ein Gizi kriegen. Ich stelle das Auto in den Hof. Gestern war es ja ein bisschen wärmer. Um nicht zu sagen, gestern war es so richtig ungut. Heiß und weh. Ihr habt jetzt die Ehre, da mich so zu sehen. So. Und ich war dann so richtig fertig. Ja, man muss es starten. Man könnte auch das Auto in den Hof rollen lassen. Das ginge bergab und so, ihr wisst eh. Wenn man das aber macht, macht das Auto irgendeinen Stuss und zuzelt die Batterie leer. Und dann kann ich es morgen nicht mehr starten. Und deshalb starte ich es jetzt hier für die paar Zentimeter, um es da runterrollen zu lassen. Damit ich dann nicht den Stuss habe. So, was wollte ich sagen? Ja. Keine Ahnung. Jedenfalls war ich so richtig fertig gestern. Ihr habt das vielleicht gemerkt. Also bewegen war schon schwierig und die Nacht war auch nicht. Also im Moment sind die Nächte nicht sehr. Da klingt hohl mein Beton. Sind die Nächte nicht sehr euphoristisch. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Habe aber noch ein sehr interessantes Telefonat gestern geführt. Schön? Nö, aber interessant, ja. Egal. Zum Punkt. Ja, ich weiß, ich rede schon wieder seit 4 Minuten und habe noch immer keinen Punkt. Ich habe mir gedacht, okay, wenn das Wetter heute noch schön ist und morgen schlecht wird, weil das war ja angesagt, mache ich heute noch eine Partie Holz. Denn unter uns, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es dann im Sommer so Phasen gibt, wo es jede Nacht schüttet. Und, oi, das hat nicht funktioniert. Mein Konzept hat nicht funktioniert. Dann kann ich kein Holz mehr machen. Und da haben wir gedacht, mache ich das heute. Jetzt schaut es aber so aus. Ich mache es aber trotzdem, habe ich mir gedacht. Denn das Holz machen macht mich jetzt nicht ganz so fertig, wie das Nicht-Holz machen. Die Minigolfbahn steht die erste. Und jetzt werden sie sagen, hä, die ist ja urhoch, da kann man nicht spielen. Doch, man kann spielen. Überraschend gut. Ich habe das gestern mit meiner Frau probiert. Man muss nur ein bisschen einen kleineren Schläger nehmen und dann kann man da ganz toll spielen. Und damit steht die erste Bahn. Und die Überlegung war ja, dass sie so hoch ist, dass der Mähroboter unten durchfährt. Und jetzt schaut euch an, was da ist. Da ist der Mähroboter und er steckt und zwar volle Wäsche steckt da. Und er ist nicht mehr weggekommen. Wieso ist er nicht mehr weggekommen? Er braucht ja nur rückwärts fahren. Ach, ich verstehe nicht. So, jetzt wieder vorwärts fahren. Man muss. Ach! Er drückt sich selber auf Stopp. Ja, das ist natürlich bescheuert. So geht's nicht. Er bleibt gesteckt. Das heißt, wir werden den Kollegen da was anschrauben, dann fährt er hin und fährt wieder zurück. Das ist das Problem. Na, Stopp, das geht natürlich ganz schlecht. So, ich hab schon geglaubt, der steckt fest. Donk. Jetzt fährt er wieder zu.
Ja, genau. Da seht ihr meine Leiden. Jetzt fahrt er weiter nach links und dann macht er wieder Stopp. Eigentlich dachte ich, dass das hoch genug ist, dass er durch kann. Jedenfalls werde ich die nächste Bahn ein bisschen höher bauen. Das ist schon mal klar. Oh, er fährt in eine Richtung, wo er vielleicht rauskommt. Hinten geht das ja auch nicht aus. Oh ja, hinten kann er durch, schaut's. Also hinten hätte ich das schon, aber jetzt fährt er dort hinten wieder an. Bonk. Was macht er eigentlich? Fährt der nach Hause? Schalt's mir jetzt an, der fährt heim. Ist noch zu früh, oder wie? Dann werden wir gleich umprogrammieren. Wir werden den jetzt einstellen, dass er Tag und Nacht macht. Das ist ja lächerlich da, oder? Ja, jetzt, ich weiß aber nie, wo da, glaube ich. Das Mittwoch. Fängt eh schon um 7.30 Uhr an. Da seht ihr, wie früh es ist. Noch vor 7.30 Uhr. Ja, nein, so. So. So, so. Menüführung ist besonders bescheuert. Jetzt haben wir gedacht, mache ich heute Holz. Und wenn ich es schaffe und freue mich. Das ist so mein Konzept. Ja, das mache ich jetzt. Und dann zeige ich euch, ob es geworden ist. Ich hole mal Holz. Das Gute ist, ich habe die Gabel dran. Ich habe mich so geplagt, dieses Eternitzeug ist so schwer. Also diesen einen 2 Meter, 2,5 Meter Dings zu schleppen, händisch, das ist unglaublich. Und dann habe ich wieder mehr Anfangsteile als Endteile und lauter so Aktionen. Aber das Planschbecken rennt noch. Das ist ja schon was und das ist nicht aus. Das ist heuer gut gegangen. Bis jetzt nur ein Loch. Ja, super, oder? Ja. So, ich tue mal was und dann reden wir weiter. Ich bin gerade am Traktor. Wie soll ich sagen? So schlecht ist es nicht gegangen. Ich habe erfolgreich das Holz geschnitten. Und zwar mehr als Gitterwagen da sind. Sogar noch 3 Scheiben und zusätzlich angefüllt. Meine Söhne haben, sagen wir mal, mehr oder weniger motiviert geholfen. Der Ältere eher motivierter. Und der Jüngere, der ist nicht gewohnt, was zu tun. Versucht da gerade die Schaufel zu erwischen. Zwecks Sägespänenentsorgung. Und es gelingt voll nicht. Das ist was, was ich nie gelernt habe. Naja, vielleicht gelingt es doch. Die Hoffnung stirbt zuletzt, haben wir schon gelernt, oder? Ja! Es ist aber überraschend spät, es ist schon nach 2. Damit habe ich nicht gerechnet. Eigentlich wollte ich noch was Produktives tun, das wird wohl nicht passieren. Also ich meine, ja, da war ich in der Paletten zum Zerschneiden. Produktiv ist natürlich relativ, weil Holzschneiden wahrscheinlich eher zu den produktiveren Dingen gehört. Zumindest solange man Holz suchen hat. Aber wisst ihr, das darf man nicht so ängstigen. Ja, jedenfalls wird meine Frau bald bei uns eintreffen. Die hat heute noch normal, morgen hat sie den Dienst. Was bedeutet, dass morgen auch das schwierig wird. Man könnte wieder Lego-Videos machen, aber die Motivation hält sich gerade sehr in Grenzen, sage ich jetzt mal. Schauen wir mal, was passiert hier. Schau mal, ob der versteht, dass er vorbeifahren soll. Ja, er versteht's. Ja, Kamera vor, da gibt's auch. Die voran. Ja, die Roboter sind noch keine gekommen. Obwohl mehrfach bestellt. Da bin ich schon neugierig, ob sich da in den nächsten Tagen noch was tun wird. Halt mal nochmal die Nudeln, damit diese Krise so sehr in den Weg ist.
vielleicht mache ich noch ein bisschen Leberkäse dazu, dass alle jubilieren. Das mit Brot machen ist nichts geworden, weil ich ja Holz geschnitten habe. Ja, das ist so das Konzept. Und irgendwie habe ich wieder einen Botschen auf dem Traktor. Ich werde jetzt einmal einen pumpen und dann schauen wir weiter. Das ist mal das Konzept. Was schlägt mir YouTube vor? Bereits vorgeschlagen hat es mir ein Alles Zirkus, das habe ich schon gesehen, darum ist es nicht mehr da. Why no one wants this New York skyscraper, the BIM. Five bed Commodore 64, 1 hour all fixed, Adrians Digital Basement, 100 Jahre Trigema, Grußwort von Wolfgang Krupp. Spaß am Dienstag, ein Blick zurück in die 80er, Messen mit dem Tiny SA dämpfen und koppeln. Von Afu Chaos. You remember this? Why this monitor is seared into your brain? Nostalgia Nerd. Und was passiert mit unserem Plastikmüll? SWR Wissen. Ja, da haben wir ja wieder was gelernt. Mir rinnt der Dreck oben. Ich habe gerade Nudeln mit Käsesoße das letzte Mal für ein paar Tage gegessen. Und Leberkäse. Morgen hat die Frau Dienst, das heißt, wir werden gar nichts essen. Ja, Fasttag. Der Schmatz-Donnerstag wird das. Juhu. Und am Freitag wird es später, aber damit müsst ihr leben. Das war's schon wieder. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwie.